So, hi Freunde, willkommen zurück zu Far Cry 3. Wir sind hier vor einer kleinen Übergabemission, ist das, glaube ich, bei Tequila Sunrise. Wir sollten mit Willis reden. Genau, bring dieses Fahrzeug samt der geladenen medizinischen Ausrüstung zur Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Ja, genau, sowas haben wir ja auch schon mal gemacht. Wir sollen hier entlang? Oh Gott, das wird holprig. Das wird holprig. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst hier. Ah, doch scheint deren Ernst zu sein. Okay, dann geben wir jetzt mal ordentlich Gas. Wenn schon, denn schon. So, auf jetzt. Aber wir haben ziemlich viel Zeit. Dann ist es wahrscheinlich doch etwas weiter weg, diese Zielmarkierungsfackel. Scheint zumindest so. Oh nein, 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 nein. So, auf jetzt, komm, 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 komm. Wir sind jetzt kein Nachtisch für die Piraten. Wir wollen leben. Wir wollen leben und wir werden leben und wir bringen auch diese medizinische Ausrüstung jetzt zu diesem Punkt. Noch 30 Sekunden, das scheint ziemlich, also es kommt mir ziemlich viel vor. Tschüss, tschüss. Okay, 20 Sekunden, es wird eng. Aber wir haben es geschafft. Boah, wir hatten doch noch viel Zeit, oder? Das war doch noch viel Zeit. Ey, ich hoffe jetzt nicht, dass wir da jetzt von den Piraten verfolgt werden wegen dieser blöden Mission. Aber ich denke mal nicht. Aber was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Ich will da jetzt... Oder gibt es da noch irgendwas, was wir da... Ach komm, ich glaube, wir machen einfach eine Schnellreise, oder? Was meint ihr? Ja, komm. Schnellreise. Das ist das neue Fortbewegungsmittel hier in Far Cry 3. Schnellreise, ja. Auf dem Weg dahin wäre sowieso kein Leuchtturm, hätte ich schon fast gesagt, Funkturm gewesen. Und deswegen können wir da einfach mal hinreisen. So, wo ist denn dieser kleine Bunker von Willis? Da hinten, genau. So, dann lass mich da mal rein. Hallo? Jemand da? Ich liebe den Flammenwerfer. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen? Im Dschungel? Die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich, man... Vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja. Also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich habe fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens. Du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, was planst du eine Parade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist zu knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, hier interessiert mich ein Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verdankst es mir, dass die dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut, okay, wenn ihr Jason Brody, nicht egal wer. Geht klar. Fantastisch. Ach, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Beresong? Einheimische Sympathisanten. Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Beresong. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Gut, das heißt für uns also, wir müssen nach Barristown. Ziemlich weit unten auf der Karte. Da bin ich jetzt mal gespannt. Verlasse die Hütte, ja okay. Aber jetzt haben wir auch kein Ziel hier. Gehe zu den Reisfeldern. Wo liegen die denn? In die Reisfelder, bin ich jetzt blind? Südlich von hier, okay. Hi. Ach,
Hi. So, aber kommen wir da irgendwie mit dem Boot hin oder so? Ich weiß es gar nicht. Was wäre denn hier schlau? Boot, Quad, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir zu den Reisfeldern. Das war also eben das Gespräch zwischen Hoyt und Vaas. Hoyt ist ja der Anführer von Vaas, wie wir in den letzten Parts mitbekommen haben. Und ich denke mal, dass wir Hoyt auf jeden Fall auch an den Kragen gehen müssen und werden. Denn der hat das ja alles in der Hand. Und ja, ich bin echt gespannt, wie das noch wird, wie wir unsere Freunde da rausholen. Aber naja, mal schauen. Uiuiui. Das wird auf jeden Fall noch ein Abenteuer hier bei Far Cry 3. Warte mal, ist das... Nee. Das mache ich jetzt nicht mit. Das mache ich jetzt nicht mit. Da fahre ich jetzt weg. Die glauben doch jetzt nicht, dass ich da wirklich gegen die antrete. So, jetzt nur die Frage. Wo müssen wir da hin? Wo kommen wir da hin? Müssen wir da einmal um die ganze Insel fahren? Puh. Sind schon teilweise ganz schön weite Strecken hier in Far Cry. Aber dennoch ist es echt ein hammergeiler Titel bis jetzt. Und es wird auch noch sicherlich viel, viel geiler noch. So, scheint so, als ob wir auf dem richtigen Weg sind. Hier durch so ein kleines Kaff durchfahren. Wo sind wir denn hier? Eine Art Tempel? Was sind das für Geräusche? Hört ihr das? Ich weiß nicht, Freunde, wollen wir da... Oh! Ja, ihr beiden. Ihr müsst euch da schon was Besseres einfallen lassen. Jetzt mal ehrlich hier. So, du Halstuch-Freund. Ich gehe jetzt erstmal runter. Denn das wäre doch interessant jetzt. Für den Part nochmal. Für den Abschluss dieses Parts. Munition. Was zur Hölle ist das, Freunde? Oh, oh. Jetzt wissen wir, was das ist. So, wie wäre es, wenn wir einfach da so durchgehen? Es tut mir sehr leid um die Schlangen. Aber anders kommen wir da nicht vorbei. So, hier geht's dann am Ende wieder raus. Können wir da irgendwas machen mit den Schlangen? Irgendwie häuten oder so? Oder irgend so, keine Ahnung. Halb zerknüllte Zigaretten. Und deswegen... Und wegen ein bisschen Kohle sind wir hier runtergegangen, oder was? Und haben die Schlangen gekillt. Aber hier geht's doch noch weiter, oder? Ist hier wirklich nichts mehr? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das darf nicht wahr sein. Also hier war so ein Wanderer oder so. Oder einer von den Rakyat. Ein Pirat ist es nicht. Ein Einheimischer auf jeden Fall. Ja, der ist hier nicht mehr rausgekommen. Lebendig. So, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Kommen wir hier rüber? Irgendwie kommen wir da rüber, oder? Wie ist halt die Frage? Nee, so nicht.
So nicht. Oder können wir da drüber balancieren? Hey, das darf doch nicht wahr sein. Da kann man ja gar nicht drauf springen. Oder übersehe ich hier einfach irgendwas? Kommen wir vielleicht da drüben irgendwie hoch? Mal ein bisschen näher an den Bildschirm gehen. Ist ziemlich dunkel hier unten. Okay, einfach Shift gedrückt halten. Das ist die einfache Variante. Ja, toll. Ich wollte eigentlich... Da versucht man mal ein bisschen vorauszudenken. Und dann will das, dann macht das Spiel nicht mit. So, komm. Ich dachte, man kann sich da festhalten, wenn man da einfach dran springt. Aber das geht anscheinend nicht. Da muss man also W dran drücken, also nach vorne. Direkt dran lenken. Dann klappt das erst. So, die Piraten haben wir ausgeräuchert. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich denke mal, zu den Reisfeldern ist es gar nicht mehr so weit. Da latsche ich, glaube ich, in dem Part noch hin. Ach, wir sind doch schon da. Ich bin in Barristown. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Hoyt darf nicht bemerken. Darf dich nicht bemerken. Ziehe keiner der Aufmerksamkeit auf dich. Okay. Nur wie kommen wir da halt runter, ne? Da runterlaufen? Ach, hier ist ein Seil. Ich glaube, dann mache ich hier den Part mal ein bisschen länger. Hier ist nichts mehr. Ja, komm, mache ich den Part ein bisschen länger. Was soll's? Erstmal ab die Post hier. Das ist mal ein cooler Abgang. Zack. Sehr schön. Gut, wir sind drin. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht er Hähnchen süß-sauer aus seinem Freund. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Siehst du den rotgestreiften? Bitte vom Minenfeld? Deutlich genug! Viel Spaß, Jörg! Ist unser Mann. Du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Scheiße, Olli. Oh, Freunde. Ich muss den Kerl retten. Oh, Freunde, oh, Freunde. Rongo heißt er also. Oder Ronjo, keine Ahnung. Der darf uns also nicht bemerken. Den müssen wir also leise und unbemerkt ausschalten. Das heißt also... Wir rennen da jetzt einfach mal hin. Und schauen mal, ob wir da... Oh oh! Minenfelder? Ich dachte jetzt... Los, komm. Nee. E muss ich drücken. Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Fluch doch mal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. So. Wir müssen das Dorf erreichen. Ich mach den Knall. So, zack, das war's mit dir. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Diese blöden Minenfelder, wie sieht man denn die? Was? Wieder wurde getötet. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Was war denn das jetzt? Wie soll ich denn das verhindern, dass der auf eine Mine tritt? Okay, nochmal. Nochmal, haben wir irgendwie eine andere Waffe? Nehmen wir mal die Schrotflinte. Oh nee, das wird nichts, das wird nichts. Wir müssen das Dorf erreichen. Folge mir. So, das war's mit dem.
Er weiß, wo die Minen sind, das ist gut. So, dann pass auf. Ich will jetzt nicht in die Minen reintreten hier. Mein Haus ist da auf dem Hügel. Komm. Was ist auf dem Hügel? Dein Dorf, dein Haus, dein was? So, aufkommen. Mein Freund, Ronjo. Wie den Hügel hoch? Der lebt doch da hinten noch. Nee, 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 nee. Renn da weg, renn da weg. Warum rennt der direkt in meine Granate rein? So, aufkommen. Renn, mein Freund. Renn, 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 renn. So, ich mach jetzt schon ernst. Oh, fuck. Wie, pass auf. Du holst die Dokumente und ich soll hier aufpassen, oder was? Auf wen soll ich denn aufpassen? Auf mich? Ja, dann mach mal bitte jetzt ein bisschen schneller. Scheiße, ich wurde beraubt. Wo ist es? Oh, mein Freund, warum? Warum jetzt? Sag mal, räum doch mal ein bisschen auf hier. Hey, deck mich, während ich suche. Mach schon. Ich finde die Dokumente. Okay. Okay, okay, okay. Mach ich. Ist nur die Frage. So, du bleibst da. Sehr schön. Ja, beschütz mich, wo ist... Ach, da sind die. Fuck. Gut. Sehr schön. Kommen da noch welche? Ja, komm, zeigt euch. So, bitteschön. Haha. Das schaffen die niemals. Komm. Ach, du willst einen Specially-Abgang hier? Du rennst erstmal schön durchs Feuer. Wie blöd bist du denn? Ich meine, du kannst ja nichts dafür. Die KI hast du ja nicht gemacht. Gut. Ja, Saustall. Endlich siehst du es selbst mal ein. Das Transportverzeichnis. Mann, endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Ein Mann namens Hoyt. Haben wir erfolgreich gemeistert. Das ist doch mal cool. Fange den Konvoi mit Oliver ab. Aber das machen wir im nächsten Part, Freunde. Danke fürs Zusehen.